seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, es ist Nacht, der Mond scheint hell und werden wir, nachdem wir hier bei Thekla so eine ruhige Runde geschoben haben, mal hier reingehen in das Häuschen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme. Die Söldner sagen nüscht. Ah, da steht schon einer. Na, das ist auch nur ein Söldner. Wer bist du denn? Oh, Buster. Hallo. Hallo. Ich hab mir das schon gedacht. Was kannst du mir über die Orks sagen? Die Orks? Die sind mittlerweile überall auf Kurines. Man muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen einem auf die Füße tritt. Ich kann das nicht glauben. Lustig. Und weiter? Wie ist die Lage? Geht so, Mann. Geht so. Noch was? Nein. Ja, dann gehen wir als erstes mal hier hinein. Ach, das ist der Münzhändler hier, Vasili. Richtig. Und sonst ist Ona hier nicht da. Es ist wahrscheinlich zu spät, ne? Ja, oh, 23 Uhr. Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Ja, ist gut. Speint dir die Ohren, klar? Darf ich dich fragen, was du so machst? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Okay, das sind noch die alten Geschichten. Aus dem Original Münzen, und, ne? Und, was machst du sonst so? Ich sammle alte Münzen. Genau. Da haben wir, glaube ich, jede Menge. Ich habe hier eine alte Münze. Es gibt, glaube ich, ein bisschen Erfahrungspunkte, glaube ich. Ich habe hier eine alte Münze. Jo. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Na, abgemacht. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Jetzt kann ich falschen. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da. Ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Oh, jetzt hab ich's versaut. Ich habe hier eine alte Münze. Du Hund, weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Eine Goldmünze, nicht mehr. Abgemacht. Oh, abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. Naja, immerhin etwas. Hast du Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Okay, dann haben wir ein bisschen Kohle gemacht, also Gold gemacht. Und ansonsten ist hier keiner mehr. Gucken wir mal, ob wir hier noch wichtige Personen, wichtige Söldner finden. Ah ja, da stehen sie alle dumm rum. Kohat. Ja, den haben wir ja schon, ne? Also, ja. Was ist los? Ja, ist gut. Hier passt der Raum halt übrigens. Rot. Von mir erfährt keiner was. Wie geht's? Du gehörst nicht hierher. Du sollst besser woanders rumhängen. Okay, dann hängen wir mal woanders rum. Ah, hier sind noch jede Menge schöne Schlösser und Truhen zu knacken. So, wen haben wir hier? Torlov. Verdammt. Ja, Torlov. Hey, was machst du hier? Oh. Nichts. Ich schau mich hier nur um. Genau. Eben, du schaust dich um. Bist wohl ein Spitzel von Lord André. Nee. Jetzt mal langsam. Ja, das hat ich bin kein Spitzel. Klar? Na schön. Ich will dir mal glauben. Klar. Aber wehe, ich erwische dich beim Spionieren. Dann kannst du was erleben. Das ist doch alles mal geredet. Nee. Garlet. Meine Meinung will ja Wer keiner Wer bist hören. Du? Ich bin Garlet, der Anführer der Söldner. Ach ja, glaubst du, hätte ich nicht gedacht. Wen haben wir denn noch hier? Rumzusitzen, ne? Sonst niemanden. Dann gucken wir mal hier auf der anderen Seite. Verdammt, was ist los? Ja, ist gut. Lass dich doch nicht so schnell wecken, Mensch. Noch mehr Ärger kann so, und da geht es doch zu Elena. Genau, richtig. Hier, die Tochter von Ona. Und vielen Dank von Vegan Bouldering für den Tipp mit Elena und der Drachenjäger-Rüstung, die ich bei ihr kaufen kann. Das werde ich natürlich machen. Mal gucken, wie teuer sie ist. Hallo. Was willst du? Ja, ich habe gehört, dass ihr euch gegen den... Oh, erstmal gucken, ein bisschen Flavortext anhören. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen.
Oh, wie sieht die Frau aus, die da spricht? Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Schönes Stimmge. Was ist deine Aufgabe hier? Ja. Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Ja, dann zeig mir einfach mal deine Ware. Deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Mal gucken hier. Was hat sie denn hier Lustiges? Ein bisschen Lebensmittel. Was sind das hier für Suppen? Fischsuppe. Gut, okay. Rezept dünne Brotsuppe. Dünn. Rezept Fleischsuppe. Rezept für einfache Fleischsuppe. 200, 300. Was sind das hier? Kids? Käsesuppe. Käsefondue wahrscheinlich. Rezept Wurstsuppe. 250 und kräftige Schinkensuppe. Wenn man jetzt wüsste, was die hier alle für schöne Sachen haben. Aber weiß ich jetzt leider nicht. Ich bin nicht so der Rezeptmensch. Ich koche lieber so Pi mal Daumen. Gut, da ist er ja schon. Die leichte Drachenjägerrüstung für 3000 Jolt. Aber dafür hat die natürlich einen schönen Rüstungswert, ne, liebe Leute. Machen wir das? Wir machen das. Wir haben mal 11.511. Und kaufen. Ja, schön. Dann, gestohlen wird nicht. Und dann kann man sie einfach beklauen. Das ist doch was. Also Leute, ist unlogisch. Aber trotzdem gucken wir uns jetzt mal hier die Jägerrüstung an. Wo ist er denn? Rüstung aus Grollerplatten, leichte Marinekolorrüstung, Schräflingskleidung. Das ist der Drachenjägerhelm, den haben wir schon mal. Wahrscheinlich ist er wieder irgendwo unten im Inventar gerutscht. Okay, ich suche mal eben kurz. Da ist er, unter den Büchern. Dann legen wir die mal an. Okay, er muss wahrscheinlich noch auseinanderfalten, aus der Packung holen. So, und dann rutscht die natürlich hier oben hoch. War klar. Gut. Ja, perfekt. Und wie sehen wir aus? Ich glaube, wir sehen gut aus da drin, ne? Herrlich. Ah, das passt. Passt auch zum Helm. Endlich. Superklasse. Speichern. Mal gucken, was passiert, wenn ich Elena trotzdem... Ja, ich weiß. Schickt sich nicht, ich mach's aber. Ob ich die Rüstung ein bisschen billiger gekriegt. Ja, dann dürfte hier Ona sein und seine Fru. Maria. Verdammt, was ist los? Hallo, mein Name ist Roland. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte... Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Ach so, das ist wieder der alte Kontext. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Seit ein Teil der Söldner weg ist, ist es hier ruhiger geworden. Gut, dann ist es ruhiger geworden. Ona, was hast du zu sagen? Wer hat dich denn hier reingelassen? Ah ja. Was machst du hier auf meinem Hof? Hier auf dem Hof? Okay. Alles klar, hier auf dem Hof. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Und, falls du zum König gehörst, verzieh dich direkt wieder. Ja, verschwinde. Wie ist die Situation? Wie ist die Situation auf eurem Hof? Was fragst du mich? Für die Verteidigung des Hofes sind die Söldner zuständig. Frage gefälligst, Khaled. Seitdem dein Vorgänger Lee nach Myrtana abgehauen ist, ist er der Anführer der Söldner. Und jetzt mach endlich, dass du hier rauskommst. Du störst. Also so ist das. Khaled ist es. Es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Na, das mache ich mal präventiv mal. Okay. Gelabert, abgelenkt. Das wird wahrscheinlich seine Truhe sein, oder? Oder in seinem Hauptraum, denke ich mal. Ich weiß es nicht mehr so genau. Bitte seht mir das nach. Es ist ja schließlich zig Jahre her. Khaled. Der war ja an der Seite. Er hat auf die falschen Leute gehört. Muss ich den nochmal anquaken? Glaube nicht. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier ist ein Jarvis. Jetzt sind die anderen hier alle drin. Okay, Rod, Cypher, Söldner. Nee, Khaled habe ich jetzt wieder nicht gefunden. Und hier ist die Aussichtsplattform. Ja, was machen wir denn jetzt? Gucken wir erstmal ins logende Buch, ne? Jo, komm mal gut nach.
ich den Khaled eben getroffen, aber egal. Ah, hier kann man noch ein bisschen was Feder zum Schreiben. Kann ich was? Dreckiger Dieb! Oh, Scheiße! Ah, wir sind so einer blöden Vogelfeder, mich da gleich umzunatzen. Aber ich kann ja was schreiben. Nee. Soll ich ihn schreiben? Kann ich bestimmt woanders auch gut tun. Gut tun. Khaled war hier übrigens hier oben. Jo. Für diesen Bereich sind wir erstmal fertig. Und dann gucken wir mal weiter. Es ist dunkle Nacht. Ja, die Vögelche, die Nachtvögelchen, die zwitschern. Gucken wir mal hier in der Scheune nach. Da dürften aber auch keine neuen sein. Verdammt, was ist los? Gunnar, Markt, Bauer. Nee. Ah, da hinten pennt noch einer, ich glaube. Verdammt. Nein. Da braucht man gar nicht mehr weiter. Ja, ist gut. Verdammt, was ist los? Ja, dann werde ich mal ab der Stelle mal hier ein bisschen anspeichern. Und dann gucken wir mal ins Logbüchlein. Einsiedler in den Bergen. Werkzeug kann man, ja gut, okay. Die Diebesgilde. Jawohl, die Diebesgilde. Tja, und da bin ich dafür, dass wir die Diebesgilde mal in Angriff nehmen. Die sind nämlich in der Nähe der Pyramide. Das hat mir freundlicherweise Taris aus den Kommentaren mir geschrieben. Und da werden wir jetzt mit dann... Und nein, so doch nicht. Oh, immer wenn ich labere, bin ich unkonzentriert. Kann passieren. Das werde ich dann freundlicherweise mit Dandolo machen. Freundlicherweise, wenn Dandolo so freundlich ist. Nehmen wir mal die Diebesgilde, wenn wir da hinwandern. Oh, ich melde mich wieder. Ja, jetzt habe ich mal hier Folgendes zu tun. Und zwar werde ich Folgendes machen. Kleide dich entsprechend. Ach so, kleide dich entsprechend. Ich muss mal wieder meine Bootsmannrüstung anziehen, die hier unten irgendwo ist. Dann kann ich auch den Dandolo nämlich zur alten Pyramide schicken, weil Taris mir den Tipp gegeben hat. Warte auf mich. Gut. Ja. Auf der Pyramide von Corinnes. Und ich werde dann mal eine Runde schlafen. Taris hat mir freundlicherweise in den Kommentaren den Tipp gegeben, du gehst doch mal zu den Banditen hin. Verdammt, bei der los? Alten Pyramide. Und ich werde erstmal eine Runde schlafen. Ich hoffe, ich werde hier nicht irgendwie überfallen. Weil es hieß ja, ich sollte im richtigen... Ach, bis Sonnenaufgang. Dann haben wir Zeit. Okay, ist mir nichts passiert. Wenn ich in einer der Söldnerbetten schlafen würde, sind da gar keine Söldner hier, dann würde ich einen über Rübe kriegen. Verdammt. Aber, ja, und was ist? Es regnet. Super klasse. Ah, dann schauen wir mal zur alten Pyramide. Steinkreis, Norden. Wo habe ich denn die Pyramide? Leuchtturm, Varaninsel. Ah, ist sie doch. Jawohl, ab geht's dahin. Oh, da können wir nämlich auch gleich... Oh, hier liegt mir der Emil gleich zu Füßen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hahaha. Hier müssen irgendwo die... Ja, da irgendwo da hinten müssten die Banditen sein. Erstmal abspeichern. So, und da Dandolo hier nicht vor Ort ist, werde ich dann wieder eine bessere Rüstung anziehen. Machen wir das mal so. Und vorsichtshalber mal das Schwertchen ziehen. Und schauen, wer alles hier ist. Hier dürfte noch einer hängen. Nein. Nein, doch, oder? Ja, da ist einer. Nee, das ist ein Baum. Aber ein grobes Schwert. Ich da. Ach, hier ist ja... Da hinten ist der Dandolo. Gut zu wissen, dass du hier bist. Hm. Nehmen wir den jetzt mit, oder wieder was? Ja, dann muss ich mich wieder umziehen. Hm. Ich mach's mal. Es ist immer so eine Sache, ist das. So, komm mit. Auf geht's. Dann ziehe ich mich wieder um. Einfach mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, ob wir die beiden, ob wir beide die Banditen, jetzt habe ich mich vertan. Die Banditen wegmachen können. Nein, hier gibt's Feuerteile da. Mensch! Jetzt bin ich ja völlig durch. Gibt's doch die Warane. Mensch, Dandolo, komm doch mal mit. Wo bin ich denn hergekommen? Oh. Blöde. Ich glaube, ich würde mal sagen, hier, ja, links davon. So muss das sein. Okay.
Da ist wieder der Weg. Herrlich. Kommst mit? Jo, er kommt mit. Supi, klasse. Ach ja. Oh, da steht auch wieder gleich einer. Erstmal abspeichern. Ja. Gespeichert. Ich habe das Spiel mal sicherheitshalber neu gestartet, weil es mir ein bisschen zu ruckelig war. Falls ihr das mitbekommen habt, dann ist es nämlich wieder weg. Oh, hier ist eine Heilpflanze. Aber wer ist er hier nochmal? Ich glaube, ja, das ist wieder Enim. Okay, hatten wir ja schon gehabt. Enim, guck mal. Ich habe ein Schwertchen für dich. Hallo. Okay. Hallo. Hey, du. Jetzt bist du dran. Okay. Und sie wollen damit aufhören. Hier wird nicht gekämpft. Lass ja, dir dann... seine Leben. Hä? Hier wird nicht gekämpft? Ja, ich hab schon. Der Penner hat da nicht mehr Gold dabei. Nee, die Waffe nehme ich mal besser mit. Wieso, was hat denn der für eine Waffe gehabt? Dandolo? Ja, egal. Muss ich mich wieder umziehen, damit er mehr folgsam ist. Ja, jetzt wird's übelst. Das heißt also. Ah, hier steht eine Statue. Eine Innerstatue. Einmal eine Runde beten, bitte. Oh, Mana. Hm, alles klar. Danke. Danke für ein plus Mana. Plus eins Mana. Dann müsste ich ja sozusagen. Jetzt bin ich wieder durcheinander. Absolut, Leute. Aber ich muss mich mal reorientieren. Okay, hier geht es. Hier geht es, glaube ich, da hoch, ne? Hier müsste das sein, in der Kurve. Wenn mich nicht alles täuscht. Die habe ich doch schon weggemalmt. Hä? Hä? Verwirrung total. Ach Leute, tut mir leid. Jetzt muss ich gucken. Ja, jetzt wird es auch ein bisschen heller. So, schauen wir mal. Von Schwarzkopf. Ach, da oben. Oh, verdammt, meine Knochen. Ja. Sei froh, dass ich dich noch am Leben gelassen habe. Aha. Mit Banditen mache ich normalerweise kurzen Prozess. Ah, ist ja schon gut. Ich schwöre dir auch, dass ich das Banditendasein an den Nagel hängen werde. Na, ein Glück. Hoffentlich. Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter von Akils Hof. Oder zumindest war ich mal ein Feldarbeiter. Jetzt gehöre ich zu den Banditen. Ach nee. Und was hast du mir eben versprochen? Genau. Wie? Ach so. Entschuldige. Hatte ich gerade vergessen. Klar doch. Ich verlasse Gregors Bande. Ehrenwort. Warum schließt sich ein harmloser Feldarbeiter wie du den Banditen an? Als die Orks Akils Hof überfallen hatten, mussten mein Bruder Egil und ich mehrere Tage im Wald zubringen. Wir haben gehungert und gefroren. Dann tauchte plötzlich dieser Emil auf. Der ist Geschichte. Er versprach uns ein sorgenfreies Leben, wenn wir uns Gregors Bande anschließen würden. Ein warmes Bett, ein gefüllter Teller, Käse, Schinken, Brot, Bier, all das könnten wir haben. Da haben wir zugesagt mitzumachen. Und durch sowas habt ihr euch dazu hergegeben, harmlose Reisende auszuplündern? Ihr solltet euch schämen. Du hast ja recht. Wir waren ganz schöne Idioten. Nachdem wir von Emil mit Essen versorgt wurden und das Hungergefühl vorbei war, hatten wir auch sofort ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber Emil ließ uns nicht mehr weg. Er drohte uns sofort kalt zu machen, wenn wir abhauen würden. Ah, so blieben wir schließlich. Emil wird keinen mehr bedrohen. Er ist tot. Innos sei Dank. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte richtig Angst vor diesem Typ. Die Orks wurden übrigens von Akilzo vertrieben. Du kannst also wieder zurück. Das ist eine gute Nachricht. Dann mache ich mich gleich mal auf den Weg. Viel Erfolg. Pass auf deinen Rücken auf. Herrlichst, herrlichst. Gucken wir noch gleich mal nach. Das war ja hier zwielichtiger Umgang. So, Enim überzeugen. Ja, dann ist ja gut. Dann müssen wir nur noch den Egil überzeugen, der da oben steht. Au, au, au. Kommst du mit? Jetzt bist du dran. Mein Gott, ein Kampf. Jetzt bist du dran, okay. Aber keiner will was. Hier, Gil, quatsch mal. Passiert nichts. Hä, was hat er denn jetzt vor?
Moonwalk oder wie? Er versucht wieder einen Moonwalk. Igel macht Moonwalk. What's the matter here? Ich speichere mal. So, ich musste auch neu laden. Das habe ich jetzt auch gemacht. So, Igel. Hallo, nicht saufen, quaken. Und die anderen? Was sind denn das für Banditen hier? So, Igel. Ah, jetzt kommen sie, wenn ich Igel anspreche. Alles klar. Gut. Okay. Oh, shit. Er da hinten. Ja, mach mal kalt. Hallo, kalt machen. So, Bandit. Klamotten. Brocken. Sumpfkraut. Was mit dir? Oh, da ist noch einer. Irgendeiner schießt hier noch. Und aus der Richtung. Ach da, du! Hat der sich versteckt, du Lump? Probeschwert. Ja gut, okay, ein bisschen hat er was. Moment mal, was sind das? Torschlüsselbrücke. Der Schlüssel zum Tor an der Brücke gehörte einem Banditen. Okay, dann haben wir das auch. Dann müssen wir unbedingt mal jetzt was saufen. Saufen. Okay, soll erstmal reichen. Abspeichern. Jawohl, und weiter geht's. Gucken, die hier auch nochmal ein bisschen hier ausrauben. Schwerer Ast. Nandolo ist mal wieder hier in der Schockstarre. Zum Degen. Oh, hier gibt's nichts. Hast du hier noch was zu... Moment. Hä? Das waren noch nicht alle Banditen, wetten? Hier, Gil. Okay, hey, du. Geld oder Leben? Ergib dich. Okay. Ja, ergib dich. Ergib du dich. So hat sich das nun halt eben mal ergeben. So zerbröselt nun mal der Keks. Igel, wach nicht mal auf. Nicht zu plündern. Ja, wach mal auf. Ich will dich doch noch überzeugen. Aber irgendwo habe ich doch noch ein Banditchen gehört. Kann das sein? Ah, nee, da ohne. So, Igel. Oh Mann, mein Kopf. Ja, ist gut. Hey, du. Jetzt aber. Verdammt, tut das weh. Ja, das tut weh. Du hast es so gewollt. Sei froh, dass du überhaupt noch am Leben bist, du Bandit. Hey, ich wusste gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Bitte lass mich laufen. Ich werde auch nie wieder jemanden überfallen. Ich schwöre das. Bei Innos. Na gut. Du scheinst das wirklich ehrlich zu meinen. Dann nutze deine Chance. Genau, richtig. Und zwar geh wieder zurück. Wie ist dein Name? Egel. Bist du nicht einer von Arkils Feldarbeitern? Ja, zumindest war ich das mal. Und warum bist du Bandit geworden? Eigentlich wollte ich das gar nicht. Als mein Bruder Enim und ich vor den Orks geflohen sind, haben wir mehrere Tage hungrig im Wald zugebracht. Da haben wir einen Typen namens Emil getroffen. Er gab uns Essen und Trinken. Seine Idee war es, dass wir uns Gregors Bande anschließen sollten. Er hat uns das Banditenleben so toll beschrieben, dass wir uns von ihm überreden ließen, mitzumachen. Das war dumm. Ihr habt euch ganz schön bequatschen lassen. Du kannst Innos dankbar sein, dass ich es war, der dich besiegt hat. Ein anderer würde darauf keine Rücksicht nehmen. Das werde ich. Was wirst du jetzt mit mir machen? Die Orks wurden von Arkils Hof vertrieben. Wenn du bereit bist, zu Arkil zurückzugehen, vergesse ich die Sache. Abgemacht. Ich mache mich gleich auf den Weg. Alter, ist das ein Sturm draußen? Sorry, Leute. Da war was passiert eben bei mir im Zimmer. Deswegen werde ich mal... Was rennt der denn hier rum? Du sollst doch zurück zu Arkils Hof. Ach ja, und Dandolo steht immer noch. Ich werde mal hier abspeichern. Junge, 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 so. Dandolo bleibt verharrend. Das heißt, ich müsste noch mal neu laden. Ich versuche es mal. Jawohl. Stirb, du dreckiger Bandit. Hä? Ah, da hinten ist eine Urne. Den habe ich doch geplättet, oder nicht?
sehr komisch. Aha. Oha, schon wieder so eine High Noon-Szene. Okay. Ja, das hat er verdient. Genau, sicher auch so. So dann, Lolo. Da bist du wieder. Alles wieder im Lot. Und dann wollen wir mal hier diesen Banditen nochmal eben kurz ausnehmen. Und jetzt nochmal richtig speichern. Dann gucken wir mal. Die Diebesgilde. Zwielichtiger Umgang. Ich habe Egel überzeugen, Enim überzeugen können. Gut, die Diebesgilde. Ringer, das ist was anderes. Das war ja da im Wäldchen oben in den Bergen. Jetzt gucken wir noch mal hier eine Runde. Denn da ist... Ich habe ja einen Schlüssel. Wo laufen die denn alle hin? Oder das sind ja Egil und... sind sie das? Das sind sie. Schön. Ja, soll ich da jetzt durch? Ich gehe mal durch. Gucken, vielleicht passt der Schlüssel ja. Er passt. Und hier gibt es ja auch diese Brücke. Okay. Ah, da kommt Egil und Enim. Die kommen jetzt weiter. Das ist gut. Ja, liebe Leute. Wo es denn hier weitergeht, mache ich mit dieser Folge mal Schluss. Und freut mich, dass ihr Kommentare geschrieben habt dazu und mir ein bisschen geholfen habt. Grüße gehen raus. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Blauflieder für Roland. Gebt mir einen Daumen, schreibt wieder Kommentare. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.